Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irina. Ich versuche zu mischen die riesigen Karten. Aber die sind sehr schön und ich mag die nicht ändern. Ich meine, ich mag die. Schön gemalt, schöne Qualität. Und zusätzlich die Herzenswünsche ans Universum. Was sollst du heute ans Universum schicken? Wähle bitte deine Karte, Stapel Nummer 1 oder Stapel Nummer 2. Und wir schauen, was ist los heute. Wir haben Königin der Kelche. Königin der Kelche an erster Stelle sagt uns an einen emotionalen Bereich in deinem Leben. Sehr emotionaler Tag. Eigentlich emotionaler, aber dein eigener Tag. Das heißt, Emotionen von überall, die dich überwältigen zum Beispiel. Schöne Nachrichten, die dich glücklich machen werden. Schöne Begegnungen, wunderschöne Gespräche, Flirt, egal was genau. Verliebt sein, das ist alles gehört zu dieser Karte. Mal schauen, was genau passiert in deinem, an deinem Tag. Visualisiere das Leben, dass du leben möchtest. Das kannst du heute machen. Stell dir vor, so detailliert wie möglich, als wäre es bereits Realität. Wie fühlt sich dieses Leben an? Schließe deine Augen und verinnerliche dieses Gefühl. Nimm das Gefühl als Ziel deine Wünsche, meine Lieben. Besser könnte ich nicht sagen. Viel Glück. Stapel Nummer 2. Drei Münzen sagt uns über Fleißigkeit. Das heißt, du bist heute fleißig. Du bist heute in einem Team. Du bist heute nicht allein. Kann sein, dass du heute mit jemandem arbeiten zusammen musst. Oder vielleicht irgendwie welche Gespräche über Arbeit, über Zukunft reden muss. Ein Puzzle dazu wird passen. Pläne machen gehört auch dazu, meine Lieben. Beruhige deinen Verstand und deine Seele wird sprechen. Buddha, meine Lieben, das ist wichtig. Um deine Seele zum Sprechen bringen, musst du beruhigen deinen Verstand. Ich wünsche euch, meine Lieben, einen wunderschönen Tag, alles Gute und alles Liebe. Wunderschönen Start in die neue Woche. Tschüss, Papa, meine Lieben.